Auf geht es und ab geht es und hallo liebes Publikum, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Halo Combat Evolved mit dem Captain aus der Gadget Corner und mit dem Jaylord. Das ist er. Wir spielen es in der Master Chief Collection für die Xbox One. Bis hierhin könnten noch Leute gucken, die noch nicht die ersten Folgen gesehen haben. Und, die man so kennt. Und ja, und das vielleicht noch nicht Folge 3, das gucke ich mir an. Folge 4. Ist das schon Folge 4? Ist schon Folge 4. Okay. Ja, es verschwimmt so ein bisschen, weil wir nicht mehr wieder die ganze Zeit abwechseln und immer so ein bisschen wissen, ja, stimmt wohl. Wer dran geht. Wer drauf geht. Dran geht, dran ist. Alle müssen durch. Ich kann nicht versprechen, dass sie wieder aufgehen, wenn sie erst wieder durchgehen. Wow, wir waren so knapp davor, die Mission zu schaffen. Nein, es geht noch ein bisschen. Achso. Sonst hätte ich was gesagt. Und er lead. Wood, wood, wood. Das war für meinen Käse. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber egal. Captain Käse. Oh, Entschuldigung. Wow, 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 wow. Das war diesmal keine Absicht. Ach so, wegen dem Vieh. Noch einer. So, ne, komm. Okay, da passiert nichts. Okay. Weiter. Yeah. So, geht auch. Die Granate flog nicht weit. Du Mieser! Nein, 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 nein! Oh, mein Scharfschützengewehr ist ja weg. Das ist nicht so gut. Den Scharfschützengewehr hast du schon seit einer Weile nicht mehr, glaube ich. Doch. Also, naja. Doch ist die falsche Antwort auf diese Aussage, aber. Ich hab's nicht mehr, seit ich gestorben bin. Genau. Unten hier. Wie habt ihr die Granate überlebt? Durch Jesus. Sehr seltsam. WWJS? Nee, WWJD, ne? What would Jesus do? Ja. WWCD, was what would Captain do? Und was wird Brian Boitano do? Okay, die Tür ist offen. Nichts wie rein! Oh yeah! Ich weiß nicht, der Soundeffekt erinnert mich irgendwie an ein anderes Spiel, aber ich kann gerade echt nicht sagen, wo was genau. Als ob! Komm her! Oh shit. Wir sollten uns kurz zurückziehen, du hast nicht mehr viel Leben. Keiner hat das. Und das ist eine normale Schwierigkeit? Das ist normal, ja. Oder stellen wir uns gerade einfach ein bisschen schwierig an? Wir stellen uns schwierig an. Das ist ja auch schön formuliert. Ich wollte nicht dämlich sagen. Ja. Deswegen habe ich irgendwas mit ich am Ende gesagt. Und zu sagen, ich stelle mich dem. Nein. Dankeschön. So. Da sind sie. Yeah. Juhu. Hast du das gesehen? Die war mal super platziert hier. Ja, yeah, nice. Premium Nade, Alter. Wow. Warte, hinten sind voll noch Leute. Voll die geile Premium Nade. Marmelade. We are Lady Marmelade. Entschuldigung. Jetzt ist alles egal. Ich konnte halt nicht mehr Vorsicht sagen, deswegen habe ich mich einfach Entschuldigung. Ich konnte nicht mehr halten. Nee, das habe ich zu spät realisiert. So, oh, die ist nicht weit genug geflogen. Das konnte ich dann nicht mehr sagen, irgendwie Vorsicht, ja. Sondern es war dann einfach nur so, Entschuldigung. Naja, so kann es gehen. Tja, müssen wir geradeaus weiter. Okay, ja, ich bin mal zu grün. Okay, wow. Ja, das kann ich. Moment. Ey, das war... Alter, jetzt brauchst du nicht wundern, welche ich kenne. Achtung, Schnellkatze! Scheiße!
Wo ist sie denn? Sie ist nicht unsichtbar. Ach, nicht? Nee. Aber okay, du siehst sie trotzdem nicht. Ah! Das ist sie nicht. Sie ist golden. Ah! So, dem Radar könnte sie... Nee, da hinten ist er. Das ist hier, glaube ich, auch. Ah, das, nee, ja, da habe ich an der Ecke hängen geblieben. Bin ich an der Ecke hängen geblieben? Ich habe die ganze Zeit nach rechts gedrückt und er ist nicht nach rechts gelaufen. So ein Schwein. Ja. Ich mag dich, du magst mich. Nein. Sei ein Lieber. Ich hätte es beinahe dich gehauen, das weißt so du. So ist das Leben. Ach komm, ich wollte dich von hinten niedermetzeln. Hau ab, Mann! Oh, ich wollte gerade springen. Solange du jetzt nicht stirbst, das ist gut. Ich bin tot. Oh. Nimm den Sticky, genau. Oh. Ich bin gesprungen. Aber du hast ihn noch erwischt. Yay! Yeah. Und nochmal. Ja, okay. Okay, jetzt erstmal ruhig. Ruhig sein heißt Harry Potter Theme. Dann. Dann. Du hast sie gerade aktiviert. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich habe auch nicht. Okay, er hat eine Granate an sich dran. Gut. Schnellkatze ist eliminiert. Sehr gut. Von hier an nur noch. Hinter hier ist noch einer. Ja, mach ein Blatt. Er ist tot. Sehr gut. Harry Potter. So, nochmal. Sehr gut. Everybody do the Potter. Aber hier ist noch irgendwo einer. Ah Gott, er hat ein Schild. Okay. Nun. Okay. Auf geht's. Hoch und. Hallo. Oh. Es ist wieder nur so ein Kackterminal. Willst du mich verarschen? Splitter. Ah ja, schön. Da. Ja. Irgendwas, ja, irgendwas wäre jetzt drei. Cooles gekommen mit Informationen, oder hast du nicht gesehen, aber solange Halo Channel nicht installiert ist, wird hier auch nichts passieren. Mann! Was für eine Kacke ist das denn bitte? Wir müssen hier später hin. Hat diese komische Katze ihr Messer fallen gelassen, ihr Schwert? Die kannst du nicht aufheben. Ach, erst im zweiten Teil. Schade. Pass auf! Ich renne einfach durch. Na klar! Oh. Yeah, I'm Checkpoint. Yeah. Laufe ich gerade richtig? Ja. Wir werden sterben. Hilf mir, Chip. So. Warum ignoriert er mich? Notice me, Senpai. Bitch. Munition knapp, ja, das weiß ich selber. Ich hab sowas im Blick, ich kann Counter-Strike spielen. Da. Moment. Dann, 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 dann. Das muss ein Gefangenentrakt sein, sieht mir nach Zellen aus. Wahrscheinlich gibt es mehrere Trakte mit Zellen. Der Captain muss in einem von ihnen sein, wir müssen weitersuchen. Alt? Neu. Alt. Ey, die Form hat sich sogar geändert, guck. Hm. Okay, gut. Ja. Achtung, ich drücke das Terminal. Opfer. Jo. Ja, ich hab's gedrückt. Zählen. Ah, jetzt. Aufgegangen. Hier ist nichts. Hoffentlich haben wir hier ein bisschen Munition oder irgendwas. Mach auf! Oh. Tja, hier ist auf jeden Fall Hells. Wo? Da, wo ich stehe. Yeah. Alles. Sehr schön. Auch Munition. Nice. Nicer. Kann nur weitergehen, hier haben wir auch nichts. Geili, super Typ. Warum hatte ich keine Lieb? Ja, aber nee. Ich glaube, hier. Yeah. Keine Ahnung. Möchtest du sein?
Hier sind jedenfalls Feinde, also glaube ich, wir müssen mal lang. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wo du hin bist. Da drüben ist ein grüner Pfeil. Ich glaube, das bist du. Kontrollpunkt erreicht, sehr schön. Muss ich nur durch Hunger sterben, um denn dort zu respawnen? Da ist irgendwo ein Unsichtbarer. Du hast ihn. Nein, nee, er ist hier. Das war keiner von den Unsichtbaren. Jetzt hast du ihn. Da ist noch einer. Jetzt ist er weg. Nein, hier ist noch einer. Das war klasse. Wo ist er? Ne, wieso? Alle down. Das glaube ich nicht. Ich dachte, du hast ihn. Es gibt immer einen Unsichtbaren mehr, als man denkt. Nö, alles gut. Ah! Hierher zu kommen war leichtsinnig. Sie beide sollten das besser wissen. Danke. Marines, Waffen laden und sichern. Marschbereitschaft herstellen. Ja, okay, Sir. Marines, Waffen laden. Während die Allianz uns hier festgehalten hat, habe ich mitbekommen, wie sich die Wachen über die Ringwelt unterhalten haben. Sie nennen sie Halo. Ein Moment, Sir. Schalte mich in das Netz der Allianz ein. Laut der Daten in ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung. Wenn ich das richtig verstehe, halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft. Unvorstellbarer Kraft? Ja. Dann ist es wahr. Sie haben dauernd gesagt, dass der, der über Halo herrscht, das Schicksal des Universums in den Händen hat. Jetzt verstehe ich. Oh, diese fetten Textblöcke. Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht. Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte. Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen. Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen. Marines, gehen wir. Ja, Sir. Okay, Sir. Klappe halten. Chief, Sie führen. Ja, bist du bereit für die beste Squad-Mission der Welt? Die beste Escort-Mission der Welt? Oh Gott. Eine Escort-Mission? Ja. Wir sollten zurück zum Hangar und ein Evac anfordern. Captain Keys darf halt nicht sterben. Alles klar, das sollte machbar sein. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe noch so nicht, okay. Oh, ich habe, glaube ich, gerade Captain Keys angeschossen. Hier ist Hells. Nein! Nein! Die Allianz schon gewonnen. Oder der Captain hat die Allianz bereits gewonnen. Ach, fantastisch. So, alles down? Ne, hier, da kommt noch mehr. Funky Town. Nee, okay, ich war schon auf dem richtigen Weg. Ja. Sichere Keys. Auf zum Sparbuch. So. No! Bin ich gerade auf dem falschen Weg? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ist der Weg aus Holz? Da bin ich wohl auf dem Holzweg, ja. Alter, sind wir manchmal nervig. Ja, fantastisch. Schön, dass ich nicht der Einzige von uns beiden bin. Okay. Ob das hier der richtige Weg ist? Ja, sieht gut aus. Hör auf damit! Das ist voll der Marschier-Sound. Ja, ne? Wie am Anfang von links 2 von Rammstein. Ja. Ah, ne, das war das komische Kack-Terminal. Ja, Kack-Terminal! Nein, wir brauchen den Windows-Shop nicht. Okay, wir müssen hier die Position halten, Vorsicht. Oh, das ja. War. Ja.
Nee, ich habe die falsche Granate gehabt. Ich wollte ihm eigentlich eine Plasma ins Gesicht setzen. Magst du dich irgendwo, Cortana an Echo 4. Danke. Wir haben den Captain und müssen sofort hier raus. Jawohl. Babe, ihr habt mich. Oh nein. You got me, babe. Meh. Ach, wieder eine Aushalten-Mission. Alles klar, jetzt kommt ja Aushalten Halo. War eine gute Joko-Impression, oder nicht? Ich kann nur nicht so bescheuert lachen wie er. Ich habe auch eine bescheuerte Lache, aber nicht seine. Da-da-da-da! Okay, wir müssen weiter. Ich dachte, wir müssen ausharren. Okay. Das ist das letzte Gefecht. Ja. Eins der eigentlich nicht mal annähern. Aber die Musik ist so wie in einem letzten Gefecht. Oder einem Trailer. Für einen Film, in dem ein letztes Gefecht vorkommt. Keanu Reeves. Michael Keaton. Und Pamela Anderson. Herrlich, das Landungsschiff ist bereit. Okay, Leute, gehen wir an Bord. Okay, alles gut. Musik ist ausgefädelt. Jetzt ist alles wieder super. Brauche noch einen Moment, die Verbindung zur Schiffssteuerung herzustellen. Ach was, nicht nötig. Diesen Vogel fliege ich selbst. Captain, Jäger! Oh nein, und sie bewegen sich mit 15 FPS? Sehr nett, Sir. Zeit, ein paar Rechnungen zu begleichen. Hui! Ja! Der schweigende Kartograf. Level Zeit 15 Minuten. Level Punktzahl 18.000. Yeah! Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und in einem befindet sich der Kartenraum. Wir nähern uns der FS. Das wird brenzlig. Nach der Landung, rauf und ran. Die haben mich schon angeschossen, die Schweine. Pock, pock. Ich kann doch nichts machen. Okay. Alles klar. Ja. Ich bin immer noch ein Let's Play, ne? Ja, das fällt mir gerade wieder ein. Aber wir sollten vielleicht auch mehr kommentieren. Sehr gut. Habt ihr verstanden? Sehr gut. Das sind die Bedingungen des Gewinnspiels. Der den ersten ein. Du mit deinem beknackten Gewinnspiel. Ah, ich bin echt rot. Dann geht er weg. Hab ich dich gerade mit der Granate gekillt? Ja, da kam so eine Truppe bösartiger Marines und hat mich einfach überrannt. Was soll das? Oh, habt ihr meine Pistole gesehen? Oh. Oh nein. Verstanden. Echo 419 im Anflug. Hat jemand einen Warthog angefordert? Nee, sie? Ja klar, immer. Musik für ist meine Ohr, Pistole. Foe Hammer. Hat jemand meine Pistole gesehen? Kann man eigentlich auch zwischendrin irgendwie abspeichern, dass man jetzt so... Ja, du müsstest jetzt quasi den Kontrollpunkt... Also, dass man hier jetzt quasi... Die Kontrollpunkte sind quasi der Speicherpunkt und dann... Okay, meinst du jetzt ist gerade abgespeichert? Möglich. Weil ich glaube, die Folge müsste eigentlich gleich fertig sein. Suchen wir den Kartenraum dort. Wenn nicht, naja, gut, ich sag mal so, das bisschen von... Ja, okay. Können wir auch nochmal neu machen. Das bisschen Strand. Ja. Ach, du bist gar nicht in meinem Auto. Nee, ich suche noch meine Pistole. Aber ich glaube, die hat jemand eingesammelt. Aber hier sind schon zwei drin. Ja, ist die KI. Sie sage ich doch.
Okay, gut, aber dann würde ich sagen. Ja. Wer ist das mit dieser Folge von Let's Play Halo? Ey, der ist wieder eingestiegen. Combat Evolved. Dankeschön fürs Zusehen, Leute, an der Stelle. Ja. Und ich sage mal an der Stelle, das wär's mit dieser Folge von Halo Combat Evolved in der Master Chief Collection. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann. Macht's gut. Wieder gerade voll raufgeschwebt bist. War voll super. What?